Wie ist das, wenn man das Jobcenter betrügt, zum Beispiel mit einer Scheinanmeldung oder mit einer falschen Vermögensabgabe? Das ist nicht erlaubt. Weil an dem Tag, als du den Hartz-IV-Antrag unterschrieben hast, hast du diesen Leuten versichert und versprochen, dass du ihnen alle Angaben mitteilst, bezogen auf dein Geld, Job, Anmeldung und. Wenn du das nicht machst, dann hast du was gemacht? Vertragsbruch, dann hast du betrogen. Wallahu a'lam. يا ذاكر الأصحاب